Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Majesty 2 in dem wunderschönen Land Ardania zurück begrüßen zu dürfen. Und wir dürfen auch gleich wieder mit einer neuen Kampagne beginnen. Und zwar ist es der Kampagne Leben und Tod. So, jetzt bin ich hier von dem Kugelschreiber gerade angefallen worden. Ja, einen Tempel zu Ehren der Göttin des Lebens oder der Göttin des Todes errichten. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was uns jetzt überhaupt in dieser Kampagne erwarten wird. Wir klicken jetzt einfach mal an und hören, was uns der königliche Berater zu berichten hat. Eure Majestät, gebt Acht! Setzt euch noch nicht, der Lack ist noch nicht trocken. Was? Oh, ich habe einen neuen Thron für euch geordert, Sire. Wie ihr seht, ähnelt das Schwarz dem Umhang von Tevos. Und der Thron hat Sidrians Reichsapfel und Zepter als Schnitzereien. Nichts zu Extravagantes, nur etwas, das dem Amt angemessen ist. Nein, nein, ich bin nicht zu voreilig. Ich bin gewiss, das Zepter wird bald das eure sein. Aber zunächst gibt es eine kleine Angelegenheit zu erörtern. Dieses Land war immer, nun ja, ein Schlachtfeld für zwei der mächtigsten Kulte in Ardania. Es wird sowohl von den Anhängern der Göttin des Lebens als auch von denen der Göttin des Todes als heilig verehrt. Ich habe mit Gesandten beider Kulte gesprochen. Beide sind bereit, euch bei der Suche nach Sidrians Zepter zu helfen, aber nur, wenn ihr auch ihnen helft. Es gibt einen Haken, Eure Majestät. Der Waffenstillstand, der sie daran hindert, ihre Tempel auf dem umstrittenen Land zu errichten, hindert euch nicht daran, dies zu tun. Ihr braucht die Hilfe von einem der Kulte. Aber wen ihr wählen sollt, kann ich nicht sagen. Eure Majestät, ihr seid schließlich der König. Natürlich sind wir der König bzw. die Königin. Ja, und wir werden jetzt mal diese Kampagne starten und gucken, was uns dann jetzt hier Schönes erwartet und gehen auf Start. Tempel können nur auf heiligem Boden errichtet werden. Solche Orte gibt es nur wenige. Alle sind hart umkämpft. Die Wahl einer Gottheit, deren Patronat ihr genießen wollt, ist oft eine schwierige Wahl, Eure Majestät. In der Nähe gibt es heiligen Boden, Sire. Ihr könnt den Bau eines Agrela-Tempels anordnen oder den Bau eines Krypta-Tempels. Nicht aber beider Tempel. Wählt klug, Eure Majestät. Tja, dann werden wir gleich mal wählen. Wir haben jetzt als erstes einmal hier die Gaunergilde gestartet, damit ich gleich wieder erpressen kann. Und den Marktplatz in die Wege geleitet, dass der auch aufgebaut wird. Und die Krieger, damit die Gauner so etwas wenigstens geschützt sind. Und wir haben hier oben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, bestimmte Fähigkeiten freizusetzen. Das heißt hier zum Beispiel, der Reichsapfel erhöht vorübergehend die im Königreich gesammelte Goldmenge. Und da wir gerade am Anfang noch Geld brauchen, sammeln wir erstmal alles ein, was uns in die Wege kommt. So, als erstes natürlich das Erpressen. Wie soll es auch anders sein? So, den Marktplatz. Dort erforschen wir auch gleich die Heilmittel, dass unsere Leute dementsprechend auch schön brav losziehen können und dann gleich sich heilen können. So, ach, wir haben doch... Ach, die sind gerade noch hier. Ich dachte eben gerade schon, will da keiner von denen heute rauskommen? So. Gucken wir, wen holen wir dann gleich als nächstes? Klerikergilde oder die Waldhüter? Ach, holen wir die Waldhüter erstmal. So. Die können wir dann auch holen. Und hier kloppen sie sich auch schon gleich mit dem Bär. Mal gucken, wie der Kampf ausgehen wird. Weil der Bär, der ist auch nicht gerade ohne. Ja, hat auch gut 180 HP. Mein Ehrgeiz. Naja, noch sind sie recht gut bei der Sache. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so der Fall sein wird. Ich könnte natürlich auch schon eine Belohnung. Nein, mache ich natürlich nicht, weil es geht auch so. So, dann werden wir den ersten Wachturm mal aufstellen. Den setzen wir am besten hier hin. Damit der geschützt ist, oder der Marktplatz. So, die Waldhüter sind auch da. Die holen wir natürlich. Gut, und gucken mal, ob hier schon irgendwas in der Nähe ist, was wir angreifen können. Ja, da ist die Bärenhöhle. Dort wird man natürlich auch gleich eine Angriffsfahne hinsetzen. So. Gut. Die ersten sind auch schon unterwegs. Und jetzt werden wir die Schmiede anfangen zu bauen.
damit sie sich auch bald neu eindecken können, unsere lieben kleinen Helden, die hier gerade so furchtlos durch die Gegend rennen. Na gut, er wollte nur zum Marktplatz. Ich kann... Ach nee, der wollte doch rein. Ich dachte eben gerade, er wollte zum Marktplatz. So, das heißt hier oben, ah, da ist die Wolfshöhle. Da kamen die Wölfe also her. Und Ratten, die metzeln mir hier gerade meinen Krieger. Gut. Da kommen die ersten raus. Sehr schön. Ich dachte eben gerade schon, das kann doch nicht wahr sein, dass die hier gleich zu Beginn anfangen, meinen Krieger hier auszumerzen, dass die hier nicht mehr großartig einkaufen gehen können. So, wen haben wir denn? Wir haben die Gauner und die Krieger. So, den holen wir diese Sachen. Und... Sops. So, weil die Heiler, die haben wir noch nicht. Die holen wir uns gleich. So, wir werden ein bisschen Geld erpressen. Und werden... da ist es, die Angriffsfahne erstmal Richtung dieser Wolfshöhle setzen. So, sehr schön. So gefällt mir das. Im Moment sieht sie auch noch relativ ruhig aus. Ja, das ist die nächste Wolfshöhle. Gut. Hier scheint ein Händlerposten zu kommen. Sieht jedenfalls fast danach aus. Dumm. Die metzeln da schon brav. Sehr schön. So, dann holen wir jetzt mal uns die Kleriker. Nein, das ist die Kriegergilde. Die wollen wir ja natürlich nicht. Wir wollen doch die Kleriker. Da sind sie. So, da setzen wir sie hin. Ah, da oben ist noch ein Handelsposten. Und hier ist auch die Wolfshöhle bald nicht mehr vorhanden. Sehr gut. Das bedeutet nämlich weniger Stress für unsere armen Leute, die hier in der Umgebung wohnen. So, was machen unsere Kleriker? Die sind noch eifrig am Bauen. Können wir hier? Ja, wir upgraden mal so langsam die Gebäude. Ausbezahlt. So, damit die das dann auch bald holen können. Wir haben sie zwar noch nicht. So, und Mana können sie sich ja auch bald holen. So, und einmal kurz erpressen und den Turm ausbauen. So, jetzt können wir uns den ersten Kleriker holen. Für den zweiten hat gerade das Geld nicht gereicht, aber das macht so nichts. Weil, ha, da, genau, da haben wir den zweiten Kleriker. Ja, im Moment sieht es noch relativ ruhig aus. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleiben wird, dass wir hier in aller Seelenruhe unsere Gebäude aufbauen können. Und dann hier in der Gegend gucken können, wo wir dann als nächstes losschlagen. Ach ja, stimmt, wir wollten hier die Wolfshöhle noch ein bisschen ausräuchern. So. Ein bisschen noch erpressen, damit sich das hier wieder lohnt. Ich glaube, als nächstes holen wir uns dann auch die Statue des Königs. Damit unsere lieben kleinen Helden auch immer schön brav das tun, was ich will. Nicht, was sie wollen. Okay, sie denken dann natürlich, dass sie es wollen, aber im Grunde genommen will ich es ja, gell? Ja. So, komm noch ein bisschen. Sehr schön. Gut, weil diese Statue kostet uns nämlich 500 Gold. Die setzen wir hier hin, da ist nämlich kein Platz. Alle Wunden sollen geheilt werden. Oh, da ist ein Werwolf. Das kann ich angehen. Das Werschaf sagt, der Werwolf muss sterben. Und deswegen... setzen wir unsere Helden drauf an. Ist bis jetzt nur einer unterwegs? Wieso ist da nur einer unterwegs? Ihr sollt da gefälligst hin. Jetzt sind es immerhin schon mal zwei. Ein tapferer Krieger, der immerhin schon Stufe 7 ist. Hat auch immer einen Heiltrank dabei und hat sich auch schon gut ausgerüstet. Finde ich in Ordnung. Das heißt, ihr könnt es leicht überstehen. Wir hatten hier mal einen Turm stehen. In der Zwischenzeit haben wir Besuch von einem Drachen bekommen, der diesen Turm natürlich schön gemetzelt hat. Aber gut, lieber diesen Turm als andere Gebäude. Und, ja, der ist ziemlich hartnäckig, so wie mir scheint. Was macht der Werwolf? Der lebt auch noch. Klar. Ich glaube, wir sollten dann hier auch gleich wieder den Turm aufbauen. So. Wir könnten... Ja, der Turm ist doch da. So, wir bauen einen Turm auf, damit hier unsere Gebäude geschützt sind. Weil wenn die Drachen nämlich auf die Idee kommen, erst den Turm zu plätten, ist das in Ordnung. Sollen sie tun. Entschuldigung, kleiner Frosch im Hals. Ah, da haben wir noch ein Gebäude. Aber erst haben wir hier noch den Werwolf. Ah, jetzt ist er tot. Gut. Welcher Weg ist der meine? Und hier haben wir gleich das nächste Gebäude, was wir angreifen können. Was wir natürlich auch tun sollten. Weil ein Einsiedlerhaus ist natürlich wirklich gefährlich. Weil
Was Reisende zuerst auf dem Einsiedlerhaus aufmerksam macht, sind die Gebeine anderer Reisenden. Genau, und da wir nicht wollen, dass unsere... Da kommt der Drache ja schon wieder. Da wir ja nicht wollen, dass unsere Helden sterben, schicken wir sie jetzt einfach mal zum Drachen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass der Turm hier gleich wieder geplättet wird, was natürlich der Fall sein wird. Aber wie gesagt, lieber der Turm als unsere lieben Untertanen. Ja, wir haben gerade das Geld dafür. So. Und dementsprechend hauen wir hier erstmal gerade alles raus, was wir raushauen können. So. Hier sollten wir denen auch die Stufe 2 geben. Sehr fein. Gut, hier hinten ist die nächste Höhle, die wir ausmerzen sollten. Dann schicken wir da unsere Helden wieder hin. Gut. Das ist ja schon wieder ein Werwolf. Wo kommt denn dieser Werwolf schon wieder her? Ich hätte jetzt gedacht, dass der nämlich aus diesem komischen einsamen Haus kommt, aber das einsame Haus ist ja nicht mehr. Naja, auch gut. Dum-di-dum-di-dum. Ach, ihr habt das schon zerstört. Ich wollte gerade fragen, sag mal, wollt ihr nicht mal langsam auf die Idee kommen, da hinten hinzugehen? So, wir erforschen hier mal kurz, damit wir wissen, ob wir hier in aller Seelenruhe das Handelshaus aufbauen können. Damit wir natürlich mehr Geld reinbekommen. Oh, da kommt schon wieder ein Drache. Mehr Gold, Eure Majestät. Ich hätte natürlich in der Zwischenzeit schon mal einen Turm aufbauen sollen wieder. Dass der Drache auf die Idee kommt, den Turm anzunagen. Und da ist schon auch der erste Held gestorben. Ja, da kommt auch gerade ein Elementar. Das finde ich ja gut. Okay, das heißt, die Schonzeit ist wahrscheinlich vorbei. Und wir werden jetzt so langsam in das Spiel einsteigen. Weil dieses Elementar, das metzelt jetzt hier auch alles nieder. Das ist doch nicht wahr. Das Glück ist auf meiner Seite. Ja, ja, genau. Das Glück ist auf deiner Seite, aber nicht auf meiner Seite. So. Gut, jetzt seid ihr hier bei dem Elementar. Nein, ihr seid nicht bei dem Elementar. Doch, das Elementar ist weg. Gut. So, wir gucken mal auf dem Friedhof vorbei. Dort haben wir natürlich einen unserer Helden, den wir wiederholen wollen. Was wir auch tun. Das Handelshaus ist erbaut. Oh, oh. Da, was haben wir denn da Hübsches? Ich glaube, dort sollten wir erstmal unsere Helden hinschicken. Weil das hier ist eine Bärenhöhle. Das muss nicht sein, dass die hier so in der Nähe von meinem Handelshaus ist. Oh, da ist schon wieder einer gestorben. Mehr Gold! Ihr sollt doch nicht sterben, Leute. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, die ich hier so anberaume. Mehr Gold, Eure Majestät. Dum-di-dum. Ich glaube, ich sollte dann auch bald meinen Wachturm hier oben hinstellen, dass unsere arme Kriegergilde etwas geschützter ist. Und wir kriegen schon wieder Besuch von dem Drachen. Und ich gehe mal davon aus, die hier unten sind noch am Metzeln. Aber die haben es auch noch so ein bisschen mit dem Bären hier zu tun, der jetzt nicht mehr ist. So, die haben... Da ist ja noch ein Bär gekommen. Okay. Und hier oben kämpfen die Stadtwachen mit dem Drachen rum, der schon wieder den Turm zerstört hat. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal die Zwerge zur Hilfe rufen. Ach, dazu muss der Marktplatz oder beziehungsweise die Schmiede auf Stufe 2 sein. Gut, dann werden wir erst einmal unser Schloss ausbauen. Weil bevor wir das Schloss nicht ausgebaut haben, können wir auch die Schmiede nicht ausbauen. Und wenn wir das getan haben, holen wir dann uns die Zwerge zur Hilfe, damit wir dann endlich bessere Türme bauen können. So, und was geht denn hier ab? Das geht ja so gar nicht. Ich treffe immer. So. Machen die sich hier einfach breit. Ich sollte vielleicht mal auf die Seite langsam Turm hinbauen. Aber wie gesagt, wir wollen ja erst einmal, dass unsere Schmiede dann auf Stufe 2 kommt. Kaufen. Genau, geh erstmal was Schönes kaufen. Ist eine gute Idee, Mädel. Ist immer gut. Kaufen ist immer gut. Weil das Kaufen bedeutet nämlich, dass ich mehr Geld bekomme. Yep. So, in der Zwischenzeit geben wir euch die Verstärkungen hier. Wie... Ich dachte, ich hätte es auch schon erforscht. Wohl doch nicht. Aber hier kann ich denen das erforschen lassen. So. Mein Abenteuer beginnt. Unsere Burg ist ausgebaut und wir können die Schmiede weiter ausbauen. Fein. Gut. Im Namen und hier schon wieder ein Drache.
Aber es hat sich bald ausgeträchelt, weil wir, wie gesagt, bald die Zwerge zur Verstärkung rufen können. Hoffe ich jedenfalls. In der Zwischenzeit nimmt der Drache hier meinen Marktplatz auseinander. Das ist nicht so toll. Ah, wer stirbt zuerst? Ach nee, da hat er mal. Mein Marktplatz sieht doch eigentlich relativ gut aus. Gut. Und so wie es aussieht, ist auch Stufe 2. Gut, wir sparen jetzt aber erstmal auf die Zwerge. Weil da brauchen wir noch etwas. 2000, sprich 600 Gold brauchen wir noch. Knapp daneben ist auch daneben. Aber wir könnten ja hier nochmal etwas mehr Gold raushauen. In der Zwischenzeit beschäftigt sich diese Elementar mit dem hier oben und metzelt da meine armen Bauern nieder. Das kann doch nicht sein. Ich wollte doch eigentlich die Zwerge zur Hilfe rufen. Warum ist das Gebäude denn schon wieder kaputt? Ja, das kann natürlich passieren, wenn man nicht auf seine Gebäude achtet. So. Und wir holen uns schnell die Zwerge, bevor ich irgendwas anderes wieder mache. Ich setze mal dahin. Und werde eine Angriffswarnung auf den Drachen setzen, damit dieser Drache bald Geschichte sein wird. Achso, wir haben ja hier auch noch, glaube ich, Leute auf dem Friedhof, oder? Sollten wir mal gucken. 2 Stück sogar. Mach dich bereit. Sag mal, ihr sollt kämpfen und nicht sterben. Was geht denn hier ab? So, kommt zurück. So, für den anderen fehlt es uns natürlich gerade etwas an Geld. Immer noch ein bisschen. So, dafür ist das Handelshaus wieder da. Das werden wir auch gleich wieder erweitern. Auch wenn wir noch jemanden auf dem Friedhof haben. Und wir haben unsere Zwerge, sehr schön. So, den holen wir gerade vom Friedhof wieder. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, Gesellschaft von den Zwergen zu bekommen. Aber das machen wir, wie gesagt, das nächste Mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier soweit alles im grünen Bereich haben. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf bald. Tschüss.